Willkommen zu Teil 2 des Vortrags Wissen ist nicht alles, Emotionen in der Bildung zu Antifeminismus. In Teil 2 geht es um Umgang mit Heterogenität in Lerngruppen in Bezug auf Emotionen und Haltung zu Geschlechterverhältnissen. Ich gebe einen kurzen Rückblick. In Teil 1 habe ich mich beschäftigt mit Emotionen und konzeptionellen Grundlagen. Ich habe ein paar Begriffe geklärt, habe einen Einblick in Gefühle und Krisenerfahrungen im Lernen zu Geschlechterverhältnissen gegeben. Und dann die drei Standbeine von Prävention und Intervention gegen Diskriminierung eingeführt, auf die ich mich gleich weiter beziehen werde, nämlich einerseits Prävention mit potenziell diskriminierenden bzw. TäterInnen im Sinne von primär, sekundär und nicht mehr in Gruppensettings stattfindender Tertiärprävention, Empowerment und Unterstützung möglicher Betroffener und Erarbeitung und Förderung von Alternativen und dabei Vermeidung von TäterInnenfixierung. Jetzt in Teil 2 geht es, wie gesagt, um Umgang mit Heterogenität in Lerngruppen in Bezug auf verschiedene Emotionen und Haltung zu Geschlechterverhältnissen. Ich starte mit einem kurzen Überblick über diese Heterogenität, gehe dann auf Lernbedarfe von und Lernangebote an feministische bzw. gleichstellungsorientierte Teilnehmende ein und danach in Bezug auf ambivalente bzw. unentschlossene Teilnehmende. Mache dann einen Exkurs zu Deutung und Einordnung antifeministischer Denk- und Handlungsweisen und schließe mit Lernangeboten und pädagogischen Umgangsweisen im Kontext antifeministischer Äußerungen. Also wir finden uns im Bereich Heterogenität in Lerngruppen 1. In Teil 3 gibt es dann noch einen zweiten Teil zur Heterogenität. Und ich starte mit einer kleinen Übersicht. Wir haben in den allermeisten Lerngruppen Menschen sitzen, die eine positive Haltung haben zu Feminismus, Geschlechtergleichstellung bzw. Antidiskriminierung. Da gibt es Menschen mit wenig Vorwissen, also die eher aus dem Unrechtsgefühl her eine Haltung dazu haben, sich aber noch nicht viel beschäftigt haben mit dem Thema. Und es gibt Menschen mit sehr viel Vorwissen und natürlich das gesamte Spektrum dazwischen. Dann haben wir in den allermeisten Gruppen auch Menschen mit einer negativen Haltung zu Feminismus, Geschlechtergleichstellung bzw. Antidiskriminierung. Auch hier gibt es Menschen, bei denen das eher punktuell oder diffus ist, die also nicht eine ganz grundsätzlich antifeministische Einstellung haben, aber an bestimmten Stellen irgendwie ein komisches Gefühl dazu haben, da was komisch dran finden bzw. das nicht genau begründen können, aber das falsch finden. Und wir haben Menschen mit einem wirklich geschlossenen negativen Weltbild. Also im geschlossenen antifeministischen Weltbild. Und auch hier haben wir ein großes Spektrum dazwischen. Diese beiden Pole sind eher Pole auf dem Spektrum mit ganz unterschiedlichen Teileinstellungen, auch zu unterschiedlichen Themen. Es ist also grob vereinfachend, das in zwei Gruppen zu unterscheiden. Und ich versuche, dieses Spektrum irgendwie abzubilden einer dritten Gruppe, die ich unentschlossen oder ambivalent nenne. Auch die ist aufgeteilt zwischen Leuten, die das einfach aus Unwissenheit sind, bei denen sich eine Haltung nochmal vereindeutigt, wenn sie mehr Wissen kriegen. Das muss sich nicht immer nur auf die feministische Seite vereindeutigen, das kann auch in die andere Richtung gehen. Aber wir hoffen natürlich häufig, dass mit mehr Wissen auch mehr Pro-Feminismus entsteht. Und Menschen, die sehr wohl viel darüber nachgedacht haben und sich auch informiert haben und aus Überzeugung entweder eine Zwischenposition einnehmen, oder zum Beispiel zu unterschiedlichen Teilaspekten oder Teilthemen unterschiedliche Haltungen einnehmen, die manche dann profeministisch sind oder gleichstellungsorientiert und andere eher antifeministisch. Und ich gehe jetzt, nein, ich sage davor noch, dass es wichtig ist, dass mit all diesen Haltungen unterschiedliche Gefühle einhergehen. Wenn ich in einem Lernangebot sitze, das sich irgendwie positiv mit Geschlechtergleichstellung und/oder Feminismus beschäftigt oder eben kritisch mit patriarchalen Geschlechterverhältnissen. Wenn ich in einer heterogenen Gruppe arbeite, sollte ich mich bemühen, verschiedene Bedarfe mitzudenken, die aus den verschiedenen Haltungen entstehen. Und ich sollte den Umgang mit diesen Differenzen abwägen. Also entsprechend dieser drei Standbeine, also wie gehe ich damit um, dass es hier unterschiedliche Bedarfe und unterschiedliche Gefühle gibt. Und idealerweise sollte ich von allen, für alle was bieten und von allen was berücksichtigen. Wenn ich das nicht kann, sollte ich zumindest eine bewusste Entscheidung treffen, wie ich damit umgehe, dass meine Ressourcen begrenzt sind und ich nicht alles berücksichtigen kann. Und ich starte jetzt mit den
Lernbedarfen von feministischen bzw. gleichstellungsorientierten Teilnehmenden, beziehungsweise damit vor allem mit der Frage, welche Lernangebote kann ich ihnen machen? Ich mache das auch bewusst, um sozusagen der Täterinnenzentrierung was entgegenzusetzen. Also nachher geht es relativ viel um die, die eher gleichstellungskritisch sind. Und jetzt will ich aber mit diesen hier anfangen. Was ganz oft passiert, wenn BildungsarbeiterInnen so Teilnehmende, gerade welche, die viele Informationen auch schon haben, im Seminar sitzen haben, ist, dass Leute beeindruckt sind von dem, was die alles schon drauf haben, vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert davon sind, wenn die mehr wissen als wir. Und es dadurch dazu kommt, die ganze Argumentationsarbeit machen zu lassen. Es kann auch bequem sein, ich muss dann selbst nicht so viel argumentieren. Es kann sich auch ganz toll wie Prozessorientierung oder Teilnehmendenorientierung anfühlen. Es ist ja viel besser, wenn ich die Teilnehmenden einbeziehe, als wenn ich Vorträge halte die ganze Zeit. Und möglicherweise kann es auch mich aus einer, also sehr bequem sein, weil ich mich nicht positionieren muss und dann auch keine Vorwürfe kriege, nicht neutral zu sein. Ich glaube, es ist meiner Wortwahl schon zu entnehmen und vielleicht auch meiner Mimik und meinem Tonfall, dass ich da nicht nur positiv drauf schaue. Also ich finde es total sinnvoll, Leuten, die eine gute Position zu den Themen haben, Raum zu geben und auch Anerkennung dafür, dass sie Vorwissen haben und so weiter. Und das ist häufig auch wirksamer, wenn ich nicht nur alles selbst bringe, sondern wenn ich auch Teilnehmende mit einbeziehe. Was Leute aber oft unterschätzen, ist, wie verletzlich und exponiert das auch sein kann. Wenn ich in so einer Gruppe die Einzige bin oder eine von zwei oder drei Leuten in so einer großen Schulklasse oder einem großen Team, die sich dann immer wieder zeigen und äußern damit und an denen sich dann die anderen nämlich immer abarbeiten. Das kann, selbst wenn ich nach außen hin kämpferisch auftrete, kann das trotzdem ganz schön kräftezehrend sein. Und wenn ich als Bildungsarbeiterin dann wieder weg bin und die Person in dieser Gruppe bleibt, also das keine frei ausgeschriebene Fortbildung oder sowas war, sondern eben eine Schulklasse oder ein Team, das weiter besteht, kann es auch sein, dass die Personen danach Backlash abbekommen für das, wie sie sich da gezeigt haben, wie sie sich aus dem Fenster gelehnt haben. Und desto jünger die Teilnehmenden sind, desto weniger können die das oft vorher absehen, was danach vielleicht auf sie zukommen könnte. Gerade wenn es uns als BildungsarbeiterInnen gelingt, eine ganz tolle Atmosphäre zu schaffen. Was die auch brauchen, ist Solidarität zu erleben. Also natürlich ihnen Raum zu geben, wenn sie wollen, aber sie nicht in Zugzwang zu bringen, indem ich mich nicht positioniere, dass sie sich dann positionieren müssen, wenn sie was nicht stehen lassen wollen und sie nicht meinerseits immer wieder ansprechen, wenn ich nicht den Eindruck habe, sie wollen gerne wirklich was sagen. Damit sie Solidarität erleben, dass ich mich auch äußere und positioniere. Für Leute, die sich in Umfeldern bewegen, die sonst eher antifeministisch sind oder sich einfach nicht für das Thema interessieren und das eher ignorieren, ist das häufig auch das erste Mal, dass sich so eine Autorität mal positiv positioniert. Das ist wirklich wichtig. Es kann für Leute, die feministisch oder gleichstellungsorientiert drauf sind, auch total hilfreich und wichtig sein, PädagogInnen oder andere Teilnehmende als Lernmodelle zu erleben. Also zuzuhören, wie argumentiert wer anders, wie geht wer anders gerade mit einer schwierigen Äußerung um, wie geht wer anders mit den eigenen Gefühlen um, die da entstehen können und so weiter. Das kann total wichtig sein, andere als Lernmodelle zu erleben. Was nicht funktioniert, wenn ich die ein, zwei positionierten Leute ständig nur selbst reden lasse. Für viele ist auch der Austausch mit Gleichgesinnten wichtig. Wenn eine Person alleine in der Gruppe ist, wird es schwierig. Wenn es in der Gruppe zwei, drei Leute gibt, kann es sein, dass ich dann mehr Kleingruppenarbeiten mache, die in selbstgewählten Kleingruppen stattfinden. Sodass Leute sich die Leute suchen können, für die es, mit denen es für sie wirklich hilfreich ist, in den Austausch zu kommen. Für viele ist es auch wichtig zu erleben, dass antifeministische Positionen entnormalisiert werden. Also wenn die sich in einer Lebenswelt bewegen, in der es total normal ist, auf die komischen Emanzen und so weiter zu schimpfen, oder Leute anzugreifen, dass sie überempfindlich sind, wenn sie Sexismuskritik üben, Sexismenkritik üben, dann kann es für sie ein tolles Erlebnis sein und sie sehr stärken, wenn plötzlich auch noch Autoritäten oder aber auch andere Teilnehmende das entnormalisieren und sagen, es ist nicht in Ordnung, sich so zu äußern. Das heißt, wenn ich mich kritisch dazu positioniere, wenn ich das kritisch thematisiere, kann das stärkend sein. Es kann auch argumentationsschulend sein. Und hilfreich auch ist Parteilichkeit bei persönlichen Angriffen. Also spätestens, wenn Teilnehmende persönlich angegriffen werden von anderen Teilnehmenden oder wenn sie von persönlichen Angriffen berichten,
Spätestens dann muss ich mich wirklich positionieren, um ihnen den Rücken zu stärken. Wissensvermittlung hängt ein bisschen davon ab, wie viel die schon mitbringen an Wissen. Also ich glaube, es ist für alle hilfreich, neue Wissensbestände kennenzulernen. Aber ganz besonders wichtig ist es für die, die ein Unrechtsgefühl haben zu den Themen, aber noch nicht so viel Wissen sich angelesen haben. Und die vielleicht auch tatsächlich mit Internetquellen zum Beispiel gar nicht so gut klarkommen oder die gar nicht wissen, wo sie suchen sollten. Also Wissensvermittlung kann für die total hilfreich sein. Und für alle ist hilfreich Handlungsorientierung. Also was kann ich machen, wenn? Einerseits auch wirklich auf so einer Sammlungsebene oder indem ich Tipps gebe, aber auch durch Argumentationstrainings, Rollenspiele, vielleicht auch indem ich Videoclips zeige, in denen Leute handeln in der Form, die wirklich für die Teilnehmenden auch realistisch umsetzbar ist, Brainstormings in kleinen Gruppen und so weiter. Und indem ich Wissen vermittle, das anwendbar ist. Das kann Wissen über Argumentationsstrategien sein, das kann Wissen sein, wie kann ich mich vor Angriffen oder Bedrohungen schützen. Also auch wirklich vor körperlichen Bedrohungen, die in manchen Lebenswelten durchaus vorkommen. Das kann ein Wissen sein, also das ich für Argumentation brauche, also Faktenwissen. Das kann Wissen sein, wie ich einordnen kann, dass bestimmte Angriffe wirklich aus einer, also aus einer Überzeugung kommen, wo ich die Leute gar nicht erreichen kann. Also viele Leute haben den großen Anspruch und glauben, wenn sie nur richtig argumentieren würden, könnten sie Leute überzeugen. Und wenn das nicht gelingt, Leute zu überzeugen, machen sie das falsch. Das heißt, eine Einordnung davon, was überhaupt erreichbar ist, bei der besten Überzeugung kann total hilfreich sein. Oder auch sowas, also es gibt ja viele antifeministische Diskurse, die so Victim Blaming betreiben, also Leute, die betroffen sind von Gewalt, beschuldigen, dass sie selbst dran schuld sind, weil sie sich so angezogen haben, weil sie auf den Kaffee mit hochgekommen sind und so weiter. Und eben auch, weil sie zum Beispiel freundlich geblieben sind und nicht laut geschrien haben. Und zu erfahren, also was für Reaktionen kann es zum Beispiel auf traumatische Erfahrungen geben? Und dann haben wir, also es gibt diese 4F, Fight, Flight, Freeze und Fawn, also kämpfen und flüchten kennen die meisten. Einfrieren ist vielen schon weniger bekannt, dass das auch eine Traumareaktion ist und was ganz vielen nicht bekannt ist. Fawn, also schmeicheln, also mich besonders freundlich zu verhalten und zugewandt, um mich zu schützen davor, dass ich bestraft werde von der anderen Person. Und dass das auch eine Traumareaktion ist und nicht nur einfach, ich habe mich zu doof angestellt und vielleicht wollte ich es ja wirklich, ist was, was vielen nicht bekannt ist, zum Beispiel. Also so Einordnungswissen kann total hilfreich sein. Aber was ganz häufig passiert ist, dass wir uns in so Seminaren nur damit beschäftigen, was alles schwer und anstrengend an diesen Themen ist. Und das macht keinen Mut und das macht auch keine Kraft. Das heißt, was es ist vielleicht toll, sensibilisieren für unentschlossene Leute, die endlich verstehen, dass es da ein Problem gibt. Aber für Leute, die betroffen sind, ist das schwächend auch potenziell. Das heißt, es braucht auch so etwas wie einen Einblick in kräftigende Momente, in soziale Bewegungen. Also ich bin nicht alleine, da gibt es echt Leute, die sich engagieren, in vielleicht Utopien, aber zumindest utopische Momente. Also das Utopische durchblitzt. Ich gehe dann nachher nochmal stärker darauf ein. Und sowas wie auch eine positive Sichtbarkeit feministischer Menschen und Gruppen, die irgendwie ein Identifikationspotenzial bieten. Das heißt vielleicht auch aus der gleichen Generation oder nur knapp über dem, wie alt die Teilnehmenden sind. Also Menschen, die tatsächlich auch Stärkungspotenzial oder Identifikationspotenzial haben können. Und faktisch ist das auch hilfreich für andere, weil auch Leute, die noch nicht entschlossen sind, wenden sich nicht immer freiwillig einem Thema zu, das nur mit Schwere und Belastung verbunden ist. Das heißt, ich kann da auch mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, mit den positiven Perspektiven. Viele Leute, die sich irgendwie also engagieren, feministisch oder gleichstellungsorientiert oder auch nur in die Richtung anfangen zu denken, erleben Vereinzelung. Erleben, dass sie dann irgendwie nur noch das feministische Über-Ich sind, an dem sich andere abarbeiten die ganze Zeit, aber gar nicht mehr Leute sind, mit denen andere einfach Spaß haben. Dass sie vielleicht nicht mehr eingeladen werden, weil sie als anstrengend empfunden werden und so weiter. Deswegen ist Vernetzung total wichtig. Also Vernetzung innerhalb der Gruppe zu fördern, da wo das geht, und aber auch Linien zur Vernetzung außerhalb der Gruppe zu legen. Also wo kann ich andere Leute finden, sowohl andere Leute, die sich engagieren, aber auch einfach FreundInnen, mit denen ich eine schöne Zeit haben kann, ohne dass sich ständig Menschen an mir abarbeiten oder dass ich ständig in der Position bin, mir jetzt überlegen zu müssen, oh, sage ich jetzt was oder sage ich jetzt nichts. Also Vernetzung zu fördern ist ein ganz wichtiger Aspekt
von Bildungsarbeit zu diesen Themen. Dann gibt es einen großen Bedarf von Leuten, die sich mit den Themen irgendwie gleichstellungsorientiert beschäftigen, einen Umgang mit Verletzlichkeit zu finden, mit dem Schmerz, der immer wieder mit diesen Themen und den Realitäten verbunden ist, mit Wut, die kommt, mit Traurigkeit, mit Ohnmachtsgefühlen. Also all diese Gefühle gehören dazu und oft gibt es wenig Raum, die zu besprechen. Mein Eindruck ist, es ist in den letzten Jahrzehnten noch mal schlimmer geworden, so vielleicht seit Mitte der 2000er, dass es so einen hohen Anspruch gibt, immer souverän und cool zu sein. Und wenn ich Schmerz empfinde oder auch wenn mir mal die Hutschnur platzt oder so, dass das irgendwie schamhaft ist. Und ich glaube, es ist total wichtig, diese Gefühle zu entschämen. Das kann ich schon machen durch eine Einordnung, indem ich sage, das gehört total dazu zu diesen Themen und ich habe die auch. Es kann sein, dass ich Besprechbarkeit herstelle für diese Gefühle. Und das kann ich unter anderem machen, wenn ich als Leitung Türöffnerin bin. Also wenn ich sage, oh, wenn ich das höre, ich werde gerade total wütend oder oh, mich macht das ganz schön traurig, das zu hören. Oder wie hast denn du dich da gefühlt? Ich wäre wahrscheinlich, für mich kämen wahrscheinlich total viele Gefühle hoch. Das macht es möglicherweise weniger schamhaft, überhaupt mit starken Gefühlen zu reagieren. Wichtig ist, dass ich dabei nicht emotional überwältige. Also, wenn ich einen großen Packen an Gefühlen gerade selbst zu dem Thema habe, dann würde ich die jetzt nicht bei Teilnehmenden platzieren, sondern ich schaue da schon, was ist das, was für die Teilnehmenden hilfreich ist. Und ich würde sagen, das sind eher ein bisschen niedrigschwelligere Gefühlseinblicke und nicht die Wucht meiner Trauer oder meiner Wut oder meiner Ohnmacht oder so. Aber wir haben es mit einem Dilemma zu tun. Also über diese Gefühle wie Verletzlichkeit, Schmerz und so weiter zu sprechen, das ist ja was, was auch wiederum verletzlich macht. Und wenn ich es mit einer Gruppe zu tun habe, die heterogen ist, in der es auch Leute gibt, die es möglicherweise gegen Leute verwenden würden, was sie da zeigen. Also wenn es ein verletzungsoffener Raum ist, dann muss ich das gut abwägen. Inwieweit gehe ich im Plenum auf solche Gefühle ein? Oder schaffe einen Raum, in dem ich Leute möglicherweise sehr dazu einlade, sich zu zeigen. Und vielleicht ist es mir auch gelungen, eine tolle Lernatmosphäre aufzubauen. Wenn das aber Leute in einer Zwangsgemeinschaft wie einem Team oder einer Schulklasse sind oder auch im Stadtviertel, im Jugendzentrum, im Stadtviertel, wo Leute sich ständig begegnen, dann kann es gut sein, dass ihnen das danach auf die Füße fällt. Das heißt für mich nicht, sie die ganze Zeit, also das abzuwiegeln, sich mit sowas zu beschäftigen, aber schon abzuwägen, wie viele Türen öffne ich im Plenum, wie viel mache ich in Kleingruppen. Also in selbstgewählten Kleingruppen, da ist die Selbstentscheidung wirklich wichtig, und Leute nicht in die Falle zu locken. Also ich sage nicht mehr so Sachen wie, alles bleibt im Raum. Ich sage möglicherweise, ich wünsche mir sehr, oder meistens sage ich das, ich wünsche mir sehr, dass persönliche Erzählungen im Raum bleiben und nicht weitergetragen werden oder nur ganz klar anonymisiert, sodass wirklich andere nicht ahnen können, wer das war. Aber ihr müsst selbst einschätzen können, worauf ihr euch hier verlassen könnt. Überlegt selbst, was ihr teilen wollt. Überlegt euch, wie vertrauenswürdig ihr die anderen haltet, weil ihr wisst es wahrscheinlich viel besser, als ich das weiß. Also ich versuche, Leute nicht in die Falle zu locken, und eine vertrauenhaft, also mehr Vertrauen vorzutäuschen, als faktisch da ist. Und ich lade Leute immer wieder zu Selbstregulation und Freiwilligkeit ein. Also sagt an solchen Stellen, wo ich denke, es könnte heikel werden, womit sie sich zeigen, überlegt euch nochmal, was ihr erzählen wollt und was ihr nicht erzählen wollt. Und macht nicht zu sowas nicht eine Runde, wo alle was sagen müssen, zum Beispiel. Wenn ich denke, das ist ein verletzungsoffener Raum. Insbesondere in Zwangsgemeinschaften. Im frei ausgeschriebenen Seminar für Leute, die sich für Feminismus interessieren, ist das was anderes vielleicht. Es ist deshalb aber auch wichtig, dass es freiwillige Zusatzangebote gibt. Also für Leute, die engagiert sind, die sich engagieren wollen, für die Zusatzangebote zu machen, wo sie mit Leuten, die ähnlich drauf sind, sich dann auch nochmal also verletzlicher machen können, um über genau solche Themen sprechen zu können. Ich gehe rüber zu ambivalenten oder unentschlossenen Teilnehmenden. Hier finde ich nochmal wichtig zu unterscheiden zwischen einerseits Unwissenheit und andererseits, wie ich das vorhin schon gesagt habe, eher inhaltlichen Zwischenpositionen oder Variationen, je nach Thema, die durchaus überlegt sind. Wenn ich immer so tue, als wären alle Positionen, die mir nicht passen, Unwissenheit, werde ich den Teilnehmenden nicht gerecht. Die merken das auch, die fühlen sich nicht respektvoll behandelt und dass ich sie erreiche, die Wahrscheinlichkeit sinkt. Das heißt, wichtig ist schon, sie in ihren Sichtweisen ernst zu nehmen, dem mit Respekt zu begegnen. Was nicht heißt, dass ich das teilen muss und dass ich nicht kritisch dazu Stellung nehme. Und dann nochmal zu schauen, an welchen Stellen fehlt konkret tatsächlich Wissen, da auch Wissen zu vermitteln.
Aber auch zu schauen, manchmal fehlt einfach kein Wissen, sondern sie haben eine andere Position. Auch wenn sie eine andere Position haben, aber eben keine geschlossene, finde ich wichtig, sie nicht vorschnell in eine antifeministische Schublade zu stecken, sondern zu schauen, es kann sein, dass sie einfach zu einem Teilthema eine andere Position haben. Vielleicht habe sogar ich was nicht gesehen, wer weiß. Und da in ein Gespräch drüber zu gehen, ohne sie sofort als GegnerInnen zu verstehen. Und zu schauen, steht dahinter ein Anliegen, zu dem für mich eine Verbindung möglich ist. Also sowas wie Orientierungsfähigkeit, mich nicht überfordert fühlen wollen, Zugehörigkeit, ich will Sex haben und mit diesem Feminismus, da weiß man ja gar nicht mehr, wie das mit dem Flirten gehen soll und so weiter. Also gibt es Anliegen, zu denen für mich eine Verbindung möglich ist, die ich ernst nehmen kann, ohne dann mitzugehen mit dem, wie sie das Anliegen verfolgen. Ich komme gleich nochmal auf mögliche Anliegen zurück. Wichtig finde ich auch, ihnen Zeit zu lassen, also einen Respekt zu haben dafür, dass sie in ihrem eigenen Tempo sich in meinen Angeboten auseinandersetzen. Desto mehr Leute sich überwältigt und unter Druck fühlen, desto mehr machen sie entweder zu oder sie reden mir nach dem Mund, ohne eigentlich das Thema durchdrungen zu haben. Das ist zum Lernen auch nicht hilfreich, wenn es mir um nachhaltiges Lernen geht. Und es braucht gerade bei Unentschlossenheit oft besonders viel Beziehungsarbeit und Vertrauen, dass ich sie nicht überwältigen will und einfach manipulieren will, dass sie zu meiner Seite kommen, sondern dass ich ihnen ein Angebot mache und sie aber auch respektiere in ihrer eigenen Auseinandersetzung. Manchmal sind Leute distanziert zu dem Thema, weil sie das Gefühl haben, es ist total abstrakt, was hat denn das mit mir zu tun? Dann ist es hilfreich, das Thema mit der eigenen Lebenswelt zu verknüpfen und aus der Abstraktion zu holen. Und unter anderem auch Relevanz herzustellen. Also zu schauen, was hat das, welche Relevanz hat das für euer Leben? Ich musste das ganz schön lernen, dass das nicht so offensichtlich ist für viele Menschen, wie ich das denke. Also wir müssen da oft viel mehr Vermittlungsarbeit leisten, als wir eigentlich denken, wenn wir in dem Thema tief drin stecken. Manchmal ist es auch so, dass Feminismus irgendwie affektiv, also gefühlsmäßig negativ aufgeladen ist, zum Beispiel aus Medien, aus der Peer Group, aus Sprüchen, die sie gehört haben und so weiter. Oder dass sie Fremdheitsgefühle haben, weil sie zum Beispiel nur einem Feminismus begegnet sind, der mit ihrer Lebensrealität gar nichts zu tun hat. Oder der zum Beispiel sehr konfrontativ ist und sie fühlen sich unwohl in Konfrontativität. Oder der ist mit Styles verbunden, mit denen sie nichts anfangen können und so weiter. Da ist die Frage, kann ich ihnen positive Alternativen anbieten? Habe ich Videoclips von Personen, die irgendwie für sie nahbarer sind? Habe ich Fotos und Geschichten über Personen, die ihnen nahbarer sind und so weiter. Also nochmal zu schauen, wenn es eine negative, affektive Aufladung gibt, kann ich Dinge anbieten, oft medial, die für sie nahbarer sind. Eine andere Frage ist, was könnte für sie positiv sein an feministischen Denk- und Handlungsangeboten? Also die wenigsten Menschen beschäftigen sich nachhaltig, langfristig mit was, was moralisch sinnvoll ist, wenn sie überhaupt nicht sehen, was sie davon haben. Das wäre zwar politisch wünschenswert, faktisch ist es unrealistisch. Dann kriegen wir dieselben kleinen Gruppen an Menschen, die sich schon immer engagieren, aber wir müssen ja mehr werden. Und wir müssen zumindest darauf achten, dass wir nicht immer weniger werden. Und dafür braucht es durchaus eine Frage, was habe ich davon? Womit kann ich mich möglicherweise verbinden? Und ich würde sagen, Feminismus hat ganz viel, also einen Zuwachs an Gestaltungsmöglichkeiten, Zuwachs an individueller Entfaltungsfähigkeit, die Möglichkeit, Beziehungen besser zu gestalten und so weiter, wovon erstmal alle was haben können, wenn auch in unterschiedlicher Form zwischen Privilegierten und Diskriminierten. Und das sichtbar und greifbar zu machen, das ist, glaube ich, total hilfreich und notwendig. Und nochmal zu überlegen, diese konkrete Zielgruppe, was haben die ganz konkret davon? Und das irgendwie erkennbar zu machen in meinen Angeboten und nahbar zu machen. Und dann kann ich nochmal konkret schauen, also was für Zweifel oder Widersprüche äußern die konkret und das sortieren. An welchen Stellen geht es um Unwissen? Und dann kann ich Wissen vermitteln. Was brauchen die aber auch an Beziehungsarbeit, dass sie mein Wissen überhaupt annehmen können, dass sie nicht glauben, ich erzähle ihnen hier Unsinn. Wo geht es um Missverständnisse? Also ich erlebe immer wieder, ich spreche irgendwie davon, alle sollen sich entfalten können und Leute hören, ich darf nicht mehr Mann oder ich darf nicht mehr Frau sein. Was ich gar nicht sage, die sollen von mir ist, wenn sie wollen, gerne das sein, was für sie richtig männlich oder richtig weiblich ist, solange sie nicht andere einschränken in ihrer Entfaltungsfähigkeit dabei. Das hören Leute aber häufig nicht, sondern Leute hören häufig ein Verbot. Wenn ich das explizit adressiere, hören sie häufig eher, was ich eigentlich sagen will.
Also wenn ich sage, wenn ich das sage, dann denken Leute häufig, sie dürfen jetzt nicht mehr das und das sein. Das meine ich gar nicht, sondern ich meine das und das. Das kann das deutlich erleichtern. Verallgemeinern Sie einzelne negative Erlebnisse oder Bilder mit FeministInnen, zum Beispiel oder von FeministInnen, oder einzelne negative Erfahrungen mit Frauen, wie dem auch sei, mit Transleuten oder so. Und sehen gar nicht die Vielfalt an Menschen, die Vielfalt an feministischen Positionen und so weiter, dann kann es hilfreich sein, zu differenzieren und vielleicht auch die einzelne Erfahrung, wenn ich denke, das war tatsächlich schlechte Erfahrung, die zu würdigen. Oder wenn ich denke, naja, aber unsicher sind wir doch alle mal, mit Zurückweisen müssen wir doch alle mal umgehen, dann nochmal ein anderes Framing anzubieten. So, manchmal geht es aber auch um feministische Widersprüche oder Spannungsverhältnisse, also Dinge, über die wir uns unter FeministInnen durchaus auch kritisch auseinandersetzen. Dann finde ich, ist es gar nicht hilfreich, die Reihe nach außen zu schließen und so zu tun, als gäbe es da keine Spannung, sondern die Spannung zu würdigen und auch zu sagen, ja, dazu gibt es die und die Diskussion. Meine Haltung dazu ist folgende. Andere sehen das auch anders. Oft macht das eine andere Offenheit, wenn ich nicht so eine Burg schließe, sozusagen, die Burgmauer schließe. Also geht es auch um Kritik ohne Antifeminismus und die zu würdigen. Und an welchen Stellen gibt es wirklich antifeministische Anteile? So, und das auseinander zu klamüsern, da kann es, also ist es wichtig, ich interessiere mich erstmal. Und nicht sobald jemand was äußert, was mich irgendwie anstrengt oder ärgert oder an unangenehme Diskussionen erinnert, zuzumachen. Die letzte Frage, die ich reingebe, mit der ich mich immer wieder beschäftige, ist: Manchmal stehen da auch Ängste dahinter oder Sorgen. Kann ich diese Ängste und Sorgen nehmen? Und manchmal geht es um Loyalitäten oder Solidaritäten. Also zum Beispiel, meine Eltern sagen das und das. Und jetzt, das, was ihr hier sagt, das heißt ja, dass meine Eltern ungerecht sind. Oder das heißt, dass meine Eltern schlechte Menschen sind. Oder das heißt, dass meine Eltern mich schlecht behandeln. Und wenn mir aber meine Beziehung zu meinen Eltern wichtig ist, kann ich da nicht mitgehen. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, kann ich dazu arbeiten, wie ich Leute sehr lieben und schätzen kann und trotzdem eine inhaltliche Differenz zu ihnen haben kann. Das ist aber gar nicht leicht. Da werden Leute nicht sofort mitkommen. Vielleicht setzt es ein Samenkorn, das irgendwann aufgeht. Und ansonsten kann das auch heißen, ich muss einfach mitgehen, dass bestimmte Leute diese Loyalitäten zu ihren Eltern, zu ihrem Partner, zu ihren besten FreundInnen oder sowas nicht aufgeben werden. Es kann trotzdem sein, dass die Sachen, die ich sage, mit aufnehmen und in der Situation, in der es irgendwie anstrengender für sie wird, mit diesen Menschen dann nochmal anders drüber nachdenken. Also es ist nicht wirkungslos, auch wenn sie nicht mitkommen. Und es kann auch sein, dass Leute erlebt haben, dass zum Beispiel, arbeite gerade in der Schule, ein Freund von ihnen sanktioniert wurde, weil er sich sehr sexistisch verhalten hat und dass sie sich total loyal mit diesem Freund fühlen. Da kann manchmal ein differenzierender Blick darauf schon helfen. Jetzt, um nachher auf den Umgang mit antifeministischen Äußerungen zurückzukommen, biete ich ein paar Deutungen und Einordnungen an für antifeministische Denk- und Handlungsweisen. Also die Frage ist, also ich verstehe auch diskriminierende Ideologien als etwas, was Denk- und Handlungsangebote macht. Also Leuten Möglichkeiten anbietet, wie sie Dinge denken können, wie sie Erfahrungen einordnen können, wie sie sich verhalten könnten. Und wenn so eine Ideologie erfolgreich ist, wenn ich dagegen Prävention betreiben will, ist die Frage, was kann die denn attraktiv machen? Wenn ich mir Antifeminismus anschaue, dann macht er ganz, ganz, ganz viele verschiedene Versprechungen. Unter anderem verspricht er Umgangsweise mit herausfordernden Situationen. Unter anderem Flirt, Zurückweisung, Trennung, Einsamkeit. Aber auch, das steht jetzt hier nicht auf der Folie, sowas wie Elternschaft zum Beispiel. Unter anderem verspricht er Bindung. Also, wenn wir nur alle wieder richtige Männer und Frauen werden, dann klappt das auch wieder mit den Beziehungen und die Scheidungsrate geht runter und Menschen sind bessere Eltern, haben bessere Eltern-Kind-Beziehungen, und so weiter. Also, es gibt ein Versprechen von Bindung. Es gibt auch ein Versprechen von Sex. Also in so einem Pickup-Artist-Kontext oder Incel-Kontext, aber auch so bei so sexistischen Tipps für Frauen in Frauenzeitschriften. Also wenn wir diesen ganzen Feminismus mal über Bord werfen und mal so als richtige Männer und Frauen flirten, wenn ihr das so und so macht, dann werden die Leute von dem anderen Geschlecht, also es richtet sich immer an heterosexuelle Menschen,
heterosexuelle Cis-Menschen, dann werden die Leute des anderen Geschlechts viel mehr auf euch anspringen, positiv, und dann wird es auch was mit dem Sex oder mit den Beziehungen eben. Es geht manchmal um Sicherheit. Also sowohl Sicherheit im Sinne von Orientierung, also mich auskennen in der Welt, mit der Komplexität umgehen, also indem die Komplexität weggeht oder indem ich die Komplexität abwerte. Also Orientierung, aber auch Sicherheit im Sinne von, also gerade für Mädchen oder Frauen, das Versprechen, dass so richtige Männer mich auch schützen werden vor den anderen Männern. Also Sicherheit vor Übergriffen im öffentlichen Raum. Das ist oft mit Rassismus verwoben. Ich glaube, es ist nicht ganz immer mit Rassismus verwoben, aber oft auch sozusagen der Schutz also durch die eigenen Männern geschützt werden vor den anderen Männern. Und zur Orientierung gehört auch Handlungsfähigkeit. Also ich weiß, wie ich mit überfordernden oder herausfordernden Situationen umgehen kann. Also um das Beispiel nochmal Flirt und Sex aufzugreifen, Flirt ist für die meisten Menschen herausfordernd. Viele Menschen sind unsicher dabei. Und jetzt so ein Schema zu kriegen, muss A, B, C, D, E machen und dann wird es schon was, kann einfach auch ein Gefühl von Handlungsfähigkeit machen. Auch in Trennungen. Also es gibt immer wieder Männer, die ansprechbar sind rund um so Trennungen von Frauen und Sorgerechtsstreitigkeiten. Dann so ein Ding von, du musst hier hart durchgreifen und dann kriegst du noch dieses Beispiel Parental Alienation Syndrome, also Eltern-Kind-Entfremdung. Ah, deshalb ist dein Kind jetzt, will jetzt vielleicht auch gerade dich nicht sehen, weil die Mutter ganz böse manipuliert und so weiter. Und dann kannst du vor Gericht richtig hart durchgreifen und dann kannst du deine Interessen durchsetzen. Anstatt sich dem Schmerz zu stellen, dass so eine Situation halt überfordernd und schwierig ist. Und insgesamt bieten Antifeminismen sehr häufig einfache Rezepte für herausfordernde Situationen entsprechend der Natur des Menschen. Also statt Orientierung in Komplexität und statt Aushandlungen zu lernen, wie kann das mit Aushandlungen gehen, einfache Rezepte. Du musst die folgenden Punkte verfolgen und dann wird das alles schon. Es ermöglicht, Antifeministen bieten auch oft eine Legitimierung eigener Wünsche und Anrechtsgefühle. Also der Wunsch, den du hast, dass ich bleibe mal erstmal bei sowas wie Incels oder Pickup-Artists, dein Wunsch nach Sex und dass ganz viele Frauen, die für Sex zur Verfügung stehen, da ist einfach legitim. Oder auch der Wunsch von Vätern nach einer Trennung, egal wie wenig sie sich vorher um das Kind gekümmert haben, Zugang zum Kind und Zugriff zum Kind zu haben, ist einfach per se legitim. Aber auch wenn ich auf Cis-Sexismus gehe, zum Beispiel der Wunsch, dass, oder Heterosexismus, der Wunsch, dass dein Kind normal in Anführungszeichen ist. Und das adressiert durchaus auch Mütter, nicht nur Väter. Der ist legitim, weil alles andere sind nur so komische Moden und schaden den Kindern auch, wenn die irgendwie andere Wege gehen, die nicht so heteronormativ sind, die nicht so cisgeschlechtlich, zweigeschlechtlich und so weiter sind. Also es werden eigene Wünsche legitimiert und Anrechtsgefühle, Entitlement werden legitimiert. Also du hast auch ein Recht darauf, natürlich. Du hast ein Recht darauf, dass deine Frau dir den Haushalt macht, etc. pp. Und das ist sozusagen nur der böse Feminismus, der den Frauen einen komischen Floh ins Ohr setzt oder den Kindern einen komischen Floh ins Ohr setzt, dass die plötzlich glauben, sie könnten einfach andere Wege gehen. Dabei kann es um Privilegiensicherung gehen. Es kann um Zugänge zu Macht, Ressourcen, gesellschaftlichen Zugängen und so weiter gehen, auch für Menschen, die gerade noch nicht so viel Privilegien haben. Also insbesondere, ich glaube, nee, das kommt, ich sag's mal hier, insbesondere kann das auch Leute, also Männer adressieren, die nicht so viel Zugang zu gesellschaftlicher Macht und Ressourcen haben, zum Beispiel aus Klassengründen, denen Versprechen machen, dass sie damit mehr Zugang kriegen. All das adressiert Männlichkeitsanforderungen und Versprechen. Also in dieser Gesellschaft werden ganz viele Anforderungen an Männer gestellt, dass sie immer souverän und cool und handlungsfähig und mächtig und überlegen und erfolgreich und so weiter sein sollen. Und daran scheitern ja die meisten, das immer zu sein. Und das ist ein Versprechen, wenn ich mich an diese Tipps halte, an diese Ratschläge halte, kann ich diese Anforderungen und Versprechen einlösen. Und also Versprechen noch dazu, es gibt nicht nur die Anforderungen und den Druck daraus, sondern es gibt auch das Versprechen. Wenn du nur ein richtiger Mann bist, dann bist du total erfolgreich, dann hast du genialen Sex.
dann hast du tolle Beziehungen und so weiter. Tolle Beziehungen auch zu deinen Kindern, wenn du das willst und so. Und dass das halt alles natürlich für niemanden einfach einlösbar ist, darüber täuschen Antifeminismen hinweg und machen eher Versprechen, wie das eben doch gehen kann, das einzulösen, anstatt sich mit der Realität zu konfrontieren, dass halt Beziehungen Arbeit sind, dass diese Gesellschaft ungerecht ist und nicht alle gleichermaßen erfolgreich sein können und so weiter. Genau, das habe ich jetzt vorhin schon gesagt. In diesem Kontext machen Antifeminismen auch Aufstiegsversprechen. Also gerade diese ganze Coach-Landschaft macht Aufstiegsversprechen für junge Männer, insbesondere auch für welche, die nicht so einen einfachen Zugang zu ökonomischem Erfolg haben, wie sie dahin kommen können. Das heißt, die versprechen sowohl Erfolg bei Frauen als auch Erfolg im beruflichen Kontext oder im ökonomischen Kontext. Was Antifeminismus insbesondere Männern bietet, aber zum Beispiel auch Müttern von Kindern, die nicht ganz klassische Wege gehen, ist eine Validierung von Kränkungen. Also, dass du gekränkt bist, das liegt hier darin, dass das wirklich nicht in Ordnung ist, was die andere Person macht. Zurückweisung ist nicht in Ordnung. Das sind diese komischen, überkandidelten Feministinnen, die den Frauen ins Ohr setzen, dass sie das und das nicht wollen oder eben die den Kindern was ins Ohr setzen oder sowas. Und du hast jedes Recht, hier gekränkt zu sein. Und sie validieren auch Ohnmachts- und Scheiternserfahrungen, die ja eigentlich mit Männlichkeitsanforderungen nicht so einfach zu verbinden sind. Also ein richtiger Mann, der ist ja nie ohnmächtig. Der ist auch nie traurig und der scheitert auch nicht. Und entweder ich bin ein Versager, wenn ich das erlebe, oder aber es ist diese feministische Weltverschwörung, gekoppelt an allen möglichen anderen Verschwörungsideologien in der Regel, die das macht, dass da kann man ja nur ohnmächtig sein und scheitern, weil die so übermächtig sind. Das heißt, es validiert meine Erfahrungen unter Aufrechterhaltung des Bildes eines eigentlich erfolgreichen, handlungsfähigen Mannes. Und das kann Wut und Hass legitimieren. Also in Trennungen ist es normal, Schmerz zu spüren und auch wütend zu werden. Und viele Leute haben in so einem Trauer- und Loslösungsprozess auch mal Hass. Und aber ohne so eine Ideologie habe ich halt auch das Gefühl, naja, da sollte ich jetzt aber auch mal langsam drüber wegkommen. Und ja, ich habe jetzt Wut und Hass, aber es liegt nicht unbedingt daran, dass die andere Person ein schlechter Mensch ist. Und was Antifeministinnen machen, ist, diese Wut und diesen Hass zu legitimieren, genauso wie bei Incest, ne, bis hin zu terroristischen Anschlägen und so weiter. Also eine Rechtfertigung geben, die Wut und den Hass auch in Tat umzusetzen. Was Antifeminismus auch macht, ist eine Möglichkeit zu bieten, Schmerz abzuwehren. Also einerseits eigenen Schmerz in zum Beispiel Wut und Hass umzulenken, vor dem Hintergrund von Männlichkeitsanforderungen, aber auch empathischen Schmerz. Also wenn ich mich ernsthaft auseinandersetze mit feministischen Einwürfen in Bezug auf Geschlechterverhältnisse, dann kriege ich mit, wie viel Schmerz im Raum ist durch Sexismen. Und ich kriege möglicherweise auch mit, wo ich selbst falsch gehandelt habe, in einer Form, die für andere schmerzhaft und schädigend war. Und das kann bei mir empathischen Schmerz auslösen, es kann Bedauern auslösen, es kann Scham auslösen. Und Antifeminismus bietet eine Möglichkeit, mich all diesen Gefühlen zu entziehen, indem ich sage, die sind alle überempfindlich. Und das sind völlig überzogene Forderungen. Und es bietet mir auch eine Möglichkeit, Kritik abzuwehren. Kritik ist ja selten angenehm, eben auch über antifeministische Narrative. Was ich spannend finde, ist, dass Feminismus auch es ermöglichen kann, also Männern ermöglichen kann, Bindung unter Männern zu erleben, also die irgendwie so, sich so wie Solidarität anfühlt. Ich würde das nicht ernsthaft als Solidarität bezeichnen, aber viele Männer haben gelernt, mit anderen Männern sich eher in so ein Konkurrenzverhältnis zu setzen. Und erleben sehr selten sowas wie Fürsorglichkeit unter Männern oder einen Raum für eigenen Schmerz oder so, vielleicht nach einem Fußballspiel oder mit viel Alkohol, aber ansonsten selten. Und meine Wahrnehmung ist, dass es für viele Männer in einem antifeministischen Kontext das erste Mal ist, dass sie sowas, was aussieht wie Einfühlungsvermögen erleben von anderen Männern, zum Beispiel nach einer Trennung oder sowas. Und dass es für sie nicht so einfach ersichtlich ist, dass es eine sehr manipulative Form von Einfühlung ist. Und es kann sein, dass sie Community erleben darin. Was überhaupt nicht nur für Männer attraktiv sein kann an antifeministischen Angeboten, ist eine Validierung und Wertschätzung des eigenen Lebensstils, des eigenen Geschmacks und der eigenen Entscheidung. Das kann auch für Frauen attraktiv sein, die zum Beispiel viel aufgegeben haben für Mutterschaft und um eine gute Ehefrau zu sein und die sich in ihren Verlusten ganz schön herausgefordert fühlen, wenn sie jetzt
wirklich realisieren würden, es könnte auch anders gehen. Aber es kann auch Leute betreffen, die tatsächlich glauben, Feminismus will ihnen verbieten, richtig weiblich sein zu können, also das, was sie dafür halten, oder richtig männlich sein zu können oder sowas. Und dann zu sehen, dass sozusagen ihr eigener Lebensstil, ihr eigener Geschmack, ihre Lebensweise validiert wird durch Antifeminismen. Es kann einfach Anerkennung vermitteln. Antifeminismen können für unterschiedlichste Dinge, sowohl Aktivitäten als auch Gefühle oder Lebensstile, Anerkennung bieten. Und es kann Leuten das Gefühl geben, gesehen zu werden. Und das Selbstwertgefühl stärken für Leute, die entsprechende Wege gehen. Das Ganze gilt, also all diese Versprechen sind nicht für alle Menschen gleichermaßen attraktiv. Sie sind besonders attraktiv einerseits vor dem Hintergrund von Männlichkeitsanforderungen. Das heißt, Menschen, die sich unter Druck von Männlichkeitsanforderungen fühlen, also es betrifft vor allem Menschen, also die als Jungen oder Männer leben und sich als entsprechende verstehen und sich nicht entziehen können Männlichkeitsanforderungen. Es gilt für traditionelle Lebensweisen, also Menschen, die in traditionellen Lebensweisen leben, für die ist das besonders, kann das besonders attraktiv sein, weil es die validiert. Aber auch für Menschen, die gar nicht komplett traditionell leben, aber an bestimmten Stellen Freude an normkonformen Verhaltensweisen, Stilen und Interaktionen haben, wenn sie nicht verstanden haben, dass es auch viele Feminismen gibt, die auch das validieren als eigene Entscheidung. Also es ist eine Frage, welche Feminismen haben die gesehen oder nicht. Und für Menschen, die wichtige Beziehungen haben zu sexistischen oder antifeministischen Menschen, die sozusagen diese Beziehungen bewahren wollen und da nicht austreten wollen. Ich würde Ihnen und euch als Reflexionsfragen mitgeben, die Frage, was haben wir diesen Versprechen entgegenzusetzen? Werden in unseren Bildungsangeboten die Gewinne aus feministischen oder gleichstellungsorientierten Denk-, Handlungs- und Vergemeinschaftungsangeboten sichtbar und erfahrbar? Was ist verheißungsvoll an feministischen oder den von uns vertretenen feministischen Perspektiven? Also wird klar, gegen diese Versprechungen haben wir auch Versprechungen zu setzen. Oder geht es immer nur weg von was? Und wenn wir uns den Teil unserer Zielgruppen anschauen, die antifeministisch ansprechbar sind, die Frage, welche antifeministischen Versprechen könnten für Sie besonders attraktiv und plausibel sein? Kann ich dazu Alternativen anbieten? Und wenn ja, zu welchen Teilen dieser Versprechungen kann ich Alternativen anbieten? Und wie sehen diese Alternativen aus? Und gibt es Barrieren für meine Teilnehmenden, diese Alternativen anzunehmen, also dieses ganze Thema Nahbarkeit zum Beispiel oder so? Und kann ich welche dieser Barrieren abbauen? Ihr könntet jetzt gerne pausieren, um darüber nachzudenken. Ich mache aber weiter. Ein letztes Einordnungsangebot, das greift wieder auf das zurück, was ich bei den drei Standbeinen gesagt hatte, also Erarbeitung von VDK und MDR Berlin. Wenn ich eine Äußerung höre, kann es total hilfreich sein, die einzuordnen. Zum einen zu schauen, also um welches Diskriminierungsverhältnis genau geht es. Das habe ich im Text ein bisschen genauer aufgeschlüsselt, als ich es jetzt hier erwähne. Und dann zu schauen, ist das eher eine situative Äußerung, wo was unüberlegt wiedergegeben wird, was ich mal gehört, irgendwo aufgeschnappt habe, oder wo ich eine eigene schlechte Erfahrung sehr punktuell antifeministisch verarbeite. So Leute sind oft ganz gut erreichbar, auch in heterogenen Gruppen. Oder befindet sich eine Person schon im Hinwendungsprozess in antifeministische Ideologien und Lebenswelten und hat so ein teilgefestigtes Weltbild, also antifeministisches Weltbild. Also übernimmt diese Person bereits antifeministische Deutungsangebote und Ressentiments? Also ist das nicht nur mal punktuell, sondern geht schon stärker in so das eigene Denken über? Oder wendet sie sich in antifeministische Lebenswelten hin? Da brauche ich wahrscheinlich mehr Beziehungsarbeit und in der Kurzzeitpädagogik kann ich vielleicht eher Samenkörner legen. Und idealerweise würde die Langzeitpädagogik dann die Impulse aus der Kurzzeitpädagogik weiter aufgreifen, weil Leute nicht mehr so einfach erreichbar sind. Aber die haben noch Widersprüchlichkeiten, mit denen kann ich arbeiten. Oder haben die Leute ein gefestigtes Le Weltbild, also ein gefestigtes antifeministisches Weltbild und sind lebensweltlich eingebunden, also auch digital. Über Gaming kann das passieren, dass Leute immer weiter eingebunden werden, dann in zum Beispiel Incel-Kontexte oder sowas. Das
kann sich unter anderem daran zeigen, dass sie möglicherweise auch strategisch vorgehen oder taktisch vorgehen, in dem, was sie sagen, dass sie mit einer milden Äußerung anfangen und dann immer stärker aufbauen. Oder auch sind sie antifeministisch organisiert vielleicht. Und dann komme ich zu dem Teil Tertiärprävention. Also da geht es in Gruppenkontexten dann eher um eine Raumbegrenzung. Und ich werde das nicht immer direkt wissen, aber ich kann ein dialogisches Gefühl dafür entwickeln. Ich gebe noch ein paar mehr Hinweise in dem Text dazu. Wenn ich jetzt zur Heterogenität zurückkomme und zu Lernangeboten, der letzte Teil dieses Vortragsteils, also wenn ich mit antifeministischen Äußerungen von Teilnehmenden zu tun habe, dann sollte ich so weit wie möglich erstmal einordnen zwischen, wie gesagt, situativ, Hinwendungsprozess und gefestigt und eingebunden. Wenn ich es mit einer situativen Äußerung zu tun habe oder einer Person, die sich im Hinwendungsprozess befindet, dann sollte ich es trotzdem immer abwägen mit den Lernbedarf und Emotionen der beiden Gruppen, mit denen ich mich gerade schon beschäftigt habe. Wenn ich mich mit denen beschäftigen will, da kann ich auf vieles zurückgreifen, was ich schon auf der Ambivalenzfolie vorgeschlagen habe. Also vieles gilt gleichermaßen für beide Gruppen. Und ich sollte mit dem Thema aus der Versprechungsfolie arbeiten und schauen, sozusagen mit den Fragen aus der Anregungsfolie, was kann ich denen anbieten? An welchen Stellen kann ich einhaken? Mit welchen Versprechungen kann ich andere Versprechungen entgegensetzen oder Angebote? Also das Anliegen aufgreifen wie Orientierung und was anderes anbieten, nämlich zum Beispiel Orientierung in Komplexität fördern. Oft brauche ich dafür dann längere Lernprozesse. Ich sollte deren Gefühle ernst nehmen, was nicht heißt, dass ich sie stehen lasse immer. Ich kann auch einem Gefühl eine andere Deutung entgegensetzen und auch ihre inhaltlichen Positionen ernst nehmen. Also nicht nur abtun von, ihr habt das ja alles noch nicht verstanden. Davon lassen sich die wenigsten Leute erreichen. Und ich sollte mich interessieren, gibt es Anliegen und Wünsche, zu denen ich nicht diskriminierende Alternativen anbieten kann? Desto weiter die im Hinwendungsprozess sind, desto mehr Beziehungsarbeit werde ich brauchen und desto mehr Vertrauensaufbau wird nötig sein. Und da erreicht die Kurzzeitpädagogik Grenzen. Wenn ich es mit einem gefestigten Weltbild zu tun habe, ich sage es jetzt schnell, weil es eine Wiederholung ist, gegebenenfalls sogar mit einer Agenda, dann geht es darum, Redezeit zu begrenzen, Verletzungs- und Einschüchterungsoptionen im Gruppensetting zu begrenzen. Und ich habe da aber möglicherweise ein Dilemma, dass nämlich harte Grenzen die ambivalente Gruppe verschrecken können und auch es gut sein kann, wenn ich die dann begründe, das geht jetzt nicht, weil du verletzt hier andere Leute, dass das dann danach, auch wenn ich weg bin, dann gegen die Leute gerichtet wird, die ich da schützen wollte. Da gibt es keine wirklich gute Lösung, das muss ich immer wieder konkret abwägen. Und dann komme ich zum Ausblick. In Teil 3 werde ich mich nochmal mit anderen Heterogenitätsaspekten beschäftigen. Also Gründe für positive, ambivalente oder negative Gefühle zu Lernangeboten, die nichts mit der inhaltlichen Haltung zu tun haben. Und ich beschäftige mich dann, also ich ziehe ein Fazit zu Heterogenität in Lerngruppen zu all diesen Themen und komme dann zu Schlussfolgerungen für die Praxis. Sowohl im, also und sage da was zu emanzipatorischer Bildung und gebe Anregungen insgesamt und gehe nochmal auf Besonderheiten in anderen Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit ein. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich, dass wir uns gleich wiedersehen.